Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV, hier bei TV Aktuell. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Und da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Die Aufzeichnungen, die geht ja von der Arbeitszeit, also eigentlich von der Pflegezeit weg. Und wir wollen halt die Dokumentation auf ein Mindestmaß zurückführen, damit die Pflegekräfte mehr Zeit für die wirkliche Pflege haben. Im Mittelpunkt der Tätigkeit der Pflegekräfte muss auch weiterhin die Pflege der kranken Menschen sein und nicht die Dokumentation dessen, was man getan hat. Und alle Versuche, den Wust an Dokumentationspflichten abzubauen, werden begrüßt. ISA 2, Gund Remmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand auf gegen dieses Stiftungsmodell. Die Lasten des Rückbaus der Atomkraftwerke der Allgemeinheit auf die Allgemeinheit abzuwälzen, das ist also nicht zu akzeptieren. Es ist ja heute auch darum gegangen, eine Diskussion, inwieweit der Standard gewährleistet ist, die Qualität des Rückbaus. Und da werden wir ohne Zweifel und ohne Zögern für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für einen Rückbau, so wie notwendig ist, eintreten. Und das war's von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder hier bei TV Aktuell.